Hallihallöchen Leute, bevor das Video losgeht, will ich mich erstmal bedanken für über 800 Abonnenten. Ich meine, ich weiß, es ist für die Allgemeinheit nicht viel, es gibt wesentlich mehr YouTuber, die viel, viel mehr Abonnenten haben. Aber für mich ist es einfach eine neue 100er-Grenze, die ich übersprungen habe, die wir übersprungen haben. Und es freut mich jedes Mal, wenn ich eine neue Zahl mit zwei Nullen dahinter sehe. Es freut mich wirklich riesig und ich wollte euch einfach dafür danken. Und ich wollte ein Abonnenten-Special machen. Und zwar dachte ich mir, ich habe schon lange kein Q&A mehr gemacht, also ein Question-and-Answer-Video. Deswegen wollte ich euch einfach mal dazu aufrufen, mir Fragen zu stellen, zum Beispiel unter diesem Video in den Kommentaren, keine Ahnung, auf Instagram, auf Facebook, auf meinen Like-Pages könnt ihr mich gerne anschreiben, mir die Fragen stellen. Ich werde mir die ganzen Fragen dann aufschreiben und in einem Q&A-Video beantworten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir ganz, 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 ganz viele Fragen stellt, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Dann geht's jetzt los mit meiner Piercing-Story und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, heute war eigentlich was anderes geplant. Ich wollte heute für euch ein Get Ready With Me drehen, für ein Fotoshooting. Aber die Deutsche Bahn muss ja ausgerechnet heute auf meiner Strecke bauen. Deswegen komme ich nicht zu dem Shooting. Deswegen wäre es auch sinnlos, jetzt ein Video dazu zu drehen. Also jemand von euch hat sich eine Piercing-Story gewünscht. Und da dachte ich mir einfach, mache ich mal die Piercing-Story, was? Mein allererster Piercing, beziehungsweise meine allerersten Piercings waren meine Ohrringe. Ich meine, das gehört ja auch zu, ist ja auch ein Loch, was sie dir durch die Haut stechen lässt und dann Metall reintust. Die habe ich, glaube ich, mit 11 Jahren bekommen. Ich glaube 2009. Ja, 2009 war ich 11. Ja, da habe ich mir meine Ohrringe stechen lassen. Ich habe jetzt gerade keine drin, aber die Löcher sieht man ja. Also die Ohrringe wurden mir geschossen in einem Schmuckgeschäft. Und ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber es hat halt auch nicht wehgetan, weil, naja, Ohrringe schießen, das tut halt nicht weh. Du merkst kurz einen Pieks und weg ist es. Dann mein zweites Piercing. Eigentlich hatte ich mir nie so gedacht, dass ich überhaupt Piercings will. Als allererstes bzw. als zweites habe ich dann meinen Nasenpiercing bekommen. Den habe ich zu meinem 14. Geburtstag bekommen, aber auch nur, weil ich habe halt gebettelt wie bescheuert. Beim Nasenpiercing, das war so, es hat nicht wehgetan. Also eigentlich, mir hat es persönlich gar nicht wehgetan. Ich habe mit einer Nadel durchgepiekst. Und es hat irgendwie brutalst geblutet, was ich nicht verstehe, warum das so geblutet hat. Mein Auge hat dadurch auch total getränt, aber wehgetan hat es halt nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Mom stand vor mir und stand ungefähr so da, weil sie sich das absolut nicht ansehen konnte, wie das geblutet hat. Seitdem kommt sie nämlich auch nicht mehr mit zum Piercer. Ich meine, sie musste ja dabei sein, ich war ja erst 14. Und ja, also wehgetan hat es eigentlich gar nicht. Nicht wirklich. Also auch wie beim Ohrring ein bisschen gepiekst, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Gekostet hat mich dieser Piercing, glaube ich, 30 Euro. Mein zweiter Piercing, was war das denn? Ach ja, genau, das war mein Bauchnabel-Piercing. Den habe ich mit 16 bekommen. Und zwar auch nur durch einen Zufall. Und zwar waren wir in der Türkei im Urlaub, in den Sommerferien vor der 11. Klasse. Jetzt komme ich in die 13. Klasse. Und ja, da haben wir halt so Shows gesehen und ich fand davor Tanzen auch immer schon richtig toll. Und dann haben wir einen Bauchtanzauftritt gesehen und ich dachte mir so, boah, ich will das auch machen. Und seitdem habe ich ja jetzt in der Volkshochschule den Bauchtanzkurs und mache ja auch immer noch mit. Und mein Papa hat dann gesagt, na, wenn du Bauchtanz machst, dann kannst du auch ein Bauchnabelpiercing von mir aus bekommen. Und dann ging meine Lausche ganz weit auf. Und ja, dann bin ich natürlich mit Papa
zum Piercer gerannt, kurz nachdem ich Bauchtanz angefangen habe und habe mir auch Nagelpiercing stechen lassen. Zum Schmerz, es war ja ein bisschen mehr Haut, wo die Nadel durch musste. Es hat auf jeden Fall echt geblutet. Ja, also es hat schon weh getan. Auf jeden Fall viel, viel mehr als der Nasenpiercing. Also es war kein unerträglicher Schmerz, es war halt einfach nur ein unangenehmes Pieksen. Also nicht pieksen wie, okay, es piekst, ist mir egal, so wie bei den Ohrringen und dem Nasenpiercing. Es war halt schon ein unangenehmes Pieksen. Und das Witzige war, am Abend dann wollte ich das desinfizieren. Hab so meinen Brustkorb angehoben, dass ich halt gut an das Loch rankomme. Und im Stichkanal war aber noch Blut. Und dann war der ganze Teppich und meine ganze Hose versaut, weil ich alles voll geblutet habe. Beim Bauchnabelpiercing habe ich immer noch das Problem, dass wenn ich High-Waist-Hosen anziehe oder relativ hohe Hosen mit Gürtel anziehe, dass ich immer wieder dran reibe. Eigentlich müsste ich da permanent bei solchen Hosen, müsste ich permanent ein Pflaster drüber machen, weil sich das bei mir jedes Mal entzündet. Ich kann desinfizieren, wie ich will. Der Bauchnabelpiercing, das ist echt, weil das halt sehr viel Reibung hat und dadurch entsteht halt immer Eiter und blutig und das ist halt ziemlich nervig. Wenn man bauchfrei draußen rumlaufen will, ist es echt cool und bei Bauchtanzauftritten sowieso sieht es voll schön aus. Aber ich würde halt echt gucken, dass ich da ein Pflaster drüber mache, wenn ich solche High-Waist-Hosen anhabe. Bei Rücken ist es kein Problem, aber bei Hosen ganz schön. Durch den Verschluss von der Hose. Gekostet hat er mich, glaube ich, 40 oder 50 Euro, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, letztens hat es sich zum Beispiel wieder entzündet, wie es ekelhaft, aber ich habe es wieder hinbekommen. Und ja, das ist sogar noch der Stecker, den ich ganz am Anfang bekommen habe. Ich habe immer mal zwischendrin ein paar andere Bauchnabel-Piercings drin gehabt, so grüne oder mit Anhänger, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die noch unten einen Anhänger dran haben, dann entzünden die sich noch viel, viel schneller, auch wenn es gar nicht reibt. Und deswegen trage ich nicht so gerne. Ich trage lieber die einfachen, wenn ich nicht bauchfrei draußen rumrenne oder keinen Bauchtanzauftritt habe, dann tut es der auch sowieso und das reibt halt nicht so sehr und es ist viel, viel praktischer. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Piercing, weil so viele habe ich gar nicht. Mein Septum. Mein allerliebstes Lieblingspiercing. Ich liebe mein Septum. Ich wollte es schon immer, durfte es nie. Und als ich es dann endlich durfte, habe ich es nicht bereut. Ich bereue es bis heute nicht. Ich finde, das sieht so schön an mir aus. Ich liebe es. Und ich würde es für keinen Cent der Welt rausnehmen. Dann habe ich nach langer, langer, langer Überredungszeit zu meinem 17. Geburtstag bekommen. Also eigentlich fast genau vor einem Jahr. Das ist wirklich der Piercing, der mit Abstand am meisten wehgetan hat. Gekostet hat es mich 50 Euro, eigentlich 40, aber dann wollte ich ein schwarzes, weil ein silbernes fand ich langweilig. Das sieht man nicht so gut und deswegen dachte ich mir, na gut, nimmst du doch ein schwarzes. Und da hat er gesagt, ja, es kostet aber 10 Euro mehr. Und da dachte ich mir so, na gut, Zufall will's, ich habe zufällig doch 50 und nicht nur 40 Euro dabei, mach mal. Und ja, dann hat er mir das gestochen. Ja, es tut ja eigentlich nur so richtig, richtig Horror weh, wenn die das durch den Knorpel stechen. Es gibt ja eine Nasenscheidewand und da ist eine Stelle, wo kein Knorpel ist, sondern nur ganz dünne Haut. Und die muss man halt wirklich treffen, ansonsten tut es schweinigst weh. Deswegen würde ich mir auch niemals hier oben am Ohr oder sowas machen müssen, weil da ja purer Knorpel ist und das würde ich nicht überleben. Es war halt wieder so ein unangenehmes Pieksen. Aber meine Augen haben getränt und ich musste wirklich die Zähne zusammenbeißen, weil es echt mehr als unangenehm war. Es war schon ein sehr, 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 sehr schlimmes Pieksen. Wenn es zuwachsen würde, ich würde es mir nochmal stechen lassen, einfach weil ich das Piercing so liebe. Oder den Piercing. Es war jetzt nicht so schlimm, dass ich heulen musste und aua, aua, es tut so weh. Es war einfach Augen zu und durch und ein paar Sekunden ist das Ding gestochen. Und na gut, der muss den Piercing auch noch reinfädeln. Das war auch nochmal sehr unangenehm, aber es hat sich so gelohnt, wirklich, es hat sich so gelohnt. Ich liebe es. Bauchnabelpiercing, Nasenpiercing und Septum habe ich in Burna bei Farbgeist machen lassen, falls ihr da auch was stecken lassen wollt. Ja, das war es eigentlich schon zu meinen Piercings. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Tattoos sind auf jeden Fall in Planung.
Ich brauche aber wahrscheinlich noch 100 Jahre, bis ich mir das leisten kann. Auf jeden Fall habe ich schon sehr viel geplant. Mein erstes Tattoo wird wahrscheinlich etwas umständlicher werden, weil ich das unbedingt von Kira Las Vegas gestochen haben möchte. Kennt ihr vielleicht, ist auch eine YouTuberin, ist so, so toll. Echt ein Vorbild von mir. Da müsste ich allerdings einmal durch halb Deutschland, durch ganz Deutschland sogar. Der wird bestimmt auch echt teuer und ich bekomme, glaube ich, erst in ein paar Jahren einen Termin bei ihr. Also es kann sich noch hinziehen. Aber dann habe ich ja genug Zeit zum Sparen. Ich weiß aber ungefähr schon 3 Motive, die ich haben möchte. Na, mal gucken, vielleicht lasse ich es auch gar nicht bei ihr stechen, sondern irgendwo anders, da ist der Weg nicht so weit. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Kommentiert doch, was ihr so für Piercings habt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und wo ihr euch eure Piercings verstechen lasst. Das würde mich mal interessieren. Und ja, teilt das Video auf jeden Fall. Und dann könnt ihr meinen Channel noch kostenlos abonnieren, dass ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf den neuesten Stand seid, was mich angeht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao!